Champions. Wir sind in der Vorrunde der Einzelwertung. Also heute wird er gekürt, der Champion der Champions. Und wir haben zwei dabei, die echte Titelambitionen haben. Natürlich der Titelverteidiger Sébastien Ogier im roten Scirocco, jetzt rechts im Bild. Und das hier ist David Coulthard. Und Ogier führt hier zunächst bei der zweiten Durchfahrt und bei der Zwischenzeit. Ogier 0,4 Sekunden, da ist noch alles drin. Da ist ein kleiner Schlenker, ein kleiner Fehler. Und bei so vielen Champions auf der Piste habe ich mich hier natürlich jetzt hier oben auch verstärkt. Habe mir Erfahrung von 90 Formel 1 Rennen und 95 WM-Punkten geholt. Adrian Sutil, freue mich, wir beide wieder heute hier durchs Rennen. Das sind schon zwei der Top-Favoriten. Ja, das sind Top-Favoriten auf jeden Fall. Man sieht auch wirklich, wie sauber sie fahren. Und Ogier ist der Titelverteidiger. Natürlich, er will nochmal gewinnen hier. Und schauen wir mal, und ob es klappt. Und kommt hier als Erster durch. Ja. Nimmt Coulthard das Rennen ab, der VW Scirocco, das einzige Fahrzeug im Feld mit Vorderradantrieb, sicherlich ein Tick anders zu fahren. Ist ein bisschen anders zu fahren, und man hat beim Coulthard gesehen, dass er manchmal ein bisschen die Ideallinie verpasst hat. Also es ging so um ein paar, vielleicht einen halben Meter da und ein paar Zentimeter da, aber das macht es halt am Ende aus. Und klar, wenn du einen Frontantrieb hast, dann hast du meistens mehr Untersteuern, und wie gesagt, das ist vielleicht deswegen passiert. Naja. Wir haben einen ganz erfahrenen Mann natürlich auch mal gefragt zu seinen Aussichten hier beim 12. Auftritt. Mr. Le Mans, der achtfache Le Mans-Sieger Tom Christensen, im Gespräch mit Daniel.